So, willkommen bei einer neuen Folge Titanfall. Achtung, Achtung, hier spricht Vice Admiral Graves. Wie Sie wissen, ist die Milizflotte nach ihrem Tankangriff im Yuma-System weiterhin einsatzfähig. Und wir haben in mehrere Sektoren Sonden geschickt. Das möchte ich informiert Sie über alles mal weitere. Zuhören. Piloten, ich habe alle möglichen Ziele in Sprungweite des Yuma-Systems gescannt. Dabei stieß ich in Sektor Bravo 217 auf Lebensformen. Dieser galt bisher als unbewohnt. Vielleicht verstecken sich die Milizverbände dort. Ich empfehle zur Sondierung der Lage die Entsendung eines Vorauskommandos unter dem Befehl von Sergeant Blisk. Sehr gut. Machen Sie das. Alle Piloten, bereit machen für Landung. Am Boden hat Sergeant Blisk das Kommando. Viel Glück, Graves out. So, jetzt gucken wir mal, wie es diese Runde läuft mit Titanfall. Vielleicht fällt der Titan auch bei Ihnen zu Hause. Das wäre so ein Werbeslogan gewesen. Was gibt's noch? Sie wollten auch schon immer einen Titan haben. Dann holen Sie sich jetzt den Titanfall. Könnte man dann noch so Anspielungen auf Oliver Kahn machen, weil der ja auch als Titan bekannt war. Und dann Titanfall, und dann fliegt so Oliver Kahn von oben mit seinem Ball nach unten und macht voll die Explosion und macht so. Und sagt, die Fliege da oben. Falls jemand das kennt, Michael Mitterweger. Mal gucken. Vielleicht kennt es ja jemand. Von den 1000 Zuschauern, die ich natürlich haben werde. Wenn ich es weitermache, überhole ich Gronkh noch. Also das ist kein Problem für mich. Nur noch 2-3 Tage und dann habe ich den. Sir, wir haben keine Miliz gefunden. Nur eine Handvoll Zivilisten. Verstanden. Bla bla bla. Aber mir gefällt, wie diese Spectres töten. Oh. Automatisierte Infanterie ist die Zukunft. Aber Zivilisten wegballern ist kein echter Test. Sir, sieht aus wie Milizschiffe. Sie sitzen Bodentruppen am Nordende der Staffelschaft. Das ist eine Bedrohung. Wir brauchen noch 3 Paletten Spectres. Bringen Sie die anderen Spectres online. Milizpiloten drücken von außen her. So, was mal geändert. Charlie Scott sagt noch Kolonisten zusammen. Sag dir Blechwichter, Sie sollen sich beeilen. Auf uns warten größere Fische. Das. Ich wollte da wieder rein. Ja, guck mal, die sind jetzt schon wieder 16 Punkte vorne. Wie kann das sein, halt? Alter, das hasse ich halt immer noch. Und versucht die restlichen Terroristen zu finden. Sie sagten, das Lager wäre ausradiert. Klären Sie, wo der Rest steckt. So, ihr Teil ist in 20 Sekunden einsatzbereit. Ich dachte irgendwie, da wäre so eine Art Leiter. Ach komm, Alter. Steuerung aktiviert.
Sache. Spiele sie jetzt ab. Signal abfangen und entführen. Ja, ja. Nope. Autotypen. Oh, cool. Ich habe noch ein Fragment angefangen. Nur Sprache. Wir müssen uns zurückziehen. Alle Mann zurück zum Träger. Priorisiert uns die richtige Stufe. Kennen Sie die Stimme, Sir? Das ist die Stimme eines Toten. Finden Sie raus, wo Sie herkommen. Halten Assist. Zwei Minuten erst, okay. Alter, ich wollte gerade sagen, so wie der rumgejumpt ist, kann das nur echt das Spiel sein. Sir, der Sender benutzt eine unbekannte. Der hat doch in die Richtung geguckt! What the fuck? Und es war nicht sein Titan. War mal IMC Commander. Gesucht wegen Meuterei. Finden Sie. Na, Alter, die Smart Pistol. Wenn die wirklich irgendwie mit dem verbesserten Zielsystem nach hinten schießen kann, Alter. Alter. Ja gut, so knapp war es gar nicht, aber 75 sind wir doch relativ Also mal ganz im Ernst. Der hat die Smart Pistol, sie sind alle High Level. Das weiß ich, und der ist ganz ernsthaft Level 43 und ist schon die ganze Zeit hinter mir. Das ist halt auch irgendwie seltsam. Naja. Nee.
Achtung, hier spricht Vice Admiral. Ich muss noch viel öfter meine Taktikfähigkeit benutzen. Und vielleicht auch mal hier Sprengladungen. Die machen auch ganz schön viel Schaden gegen Titan. So. Ich weiß nicht, ob man die auswählen kann, wenn man auf dem Titan ist. Ist ein extrem gefährlicher Stratege. Wenn er sich den Terroristen anschließt, hätten sie einen entscheidenden Vorteil. Laut einiger abgefangener Übertragungen wollen sie ihn am Nordplateau abholen, unweit des Wracks der IMS Odyssey, dem Schiff, das McAllen uns gestohlen hat. Piloten, Ihr Ziel ist die Neutralisierung aller Milizverbände und die Sicherung des Wracks. Gleichzeitig wird Blisks Team versuchen, McAllen zu lokalisieren und in Gewahrsam zu nehmen. Viel Glück, Graves out. Klar ist nicht ganz fair, wir sind im Moment einer mehr. Aber na und, die waren bis jetzt auch immer ahead. Vielleicht bringt es den nötigen Ausgleich. Gut, man könnte auch sagen, wir nehmen bei uns auch einen von den Noobs weg. Hey, da gibt's Leute. Also, ich kann sie ja nicht spielen sehen. Das will ich wahrscheinlich auch gar nicht, aber wie kann man nur, keine Ahnung, so schlecht sein? Man kann ja nicht jeder so viel zocken wie ich. Aber trotzdem, ich kenne Leute, die zocken viel weniger und sind trotzdem extrem gut. Wie kann man so rein theoretisch so viel spielen und trotzdem so schlecht sein? Wie kann man Level 43 sein und trotzdem immer noch kacke sein? Wie ist das möglich? Ich meine, irgendwann wirst du ja schon mal besser. Klar, man startet, alle starten auf einem unterschiedlichen Level. Ist ja wie beim Handwerk, wenn du jetzt irgendwas machst, keine Ahnung, Maschinenbau oder sowas, alle starten irgendwo auf einem verschiedenen Level. Der eine braucht halt, keine Ahnung, gefühlte, sagen wir mal, ein Jahr, um das perfekt zu beherrschen, der andere braucht halt eineinhalb Jahre. Na gut, aber keine Ahnung, es kann doch nicht sein, dass ich mit Level 17 schon gefühlt besser bin als der mit Level 43 oder sowas. Ist doch nicht normal. Ja, lol, 3 gegen 4 und da sind auch noch Leute dabei, die besser. Die Geschichte des Schiffs ist mir bekannt und wer für seinen Zustand verantwortlich ist, weiß ich auch. Die Frage ist, wie kam es hierher? Nicht euer Ernst, oder? Komm, bei dem muss man. Piloten, bereit machen und Absturzstelle sichern. Laufen wir mal. Naja, probieren wir es. Vielleicht klappt ja was. Vielleicht die Karte meinem Team besser. Also mir liegt sie schon mal nicht. Ich wollte da eigentlich gar nicht weg, aber jetzt bin ich da weg. Wir hören. Das wird eine Materialschlacht. Töten Sie alles, was sich bewegt. Ich könnte so holen einfach. Holt dieses Schiff zurück. Bodentruppen. Terroristen neutralisieren und Gebiet für Bergungseinsatz sichern. Ah, so funktioniert das. Scheiß Laden. Du wirfst sie und drückst. Was hast du? Okay. Das ist so schlau war. Der guckt anscheinend nicht auf die Minimap. Sonst hätte er das mitgekriegt, dass hinter ihm gerade zwei Soldaten gestorben werden. Ich weiß, das sind nur Frontsoldaten. Ich hab. Weil gerade sein Kind, mir ist doch gerade ein Titan gelandet oder sowas. Das war hingegen ein Spieler jetzt. Pilot, Ihr Titan ist in 15 Sekunden einsatzbereit. Miliztruppen sind in die Odyssey eingedrungen. Was wollen die da drin? Sich verstecken? Spyglass, elektronische Aktivitätsscan.
Ausschließlich niederfrequent, Vice Admiral. Behalten Sie sie im Auge. Ich will wissen, was Sie vorhaben. Befehl autorisiert. Bereit machen für seinen Sprung. Dieser Pilot hat keine Chance. Machen Sie nur weiter und Ich hab doch diese Elektro-Scheiße drin. Warum funktioniert die nie? Der hat beim letzten Game schon nicht funktioniert. Ich drück X, es passiert nichts. Ja, ich weiß, dass er eliminiert wurde. Wo sind denn die? Sind die da hinten? Ja, 2 Minuten ist aber zu lang. Ah, Rucksackler. Hatte der die da schon platziert? So weit kannst du die, glaube ich, nicht werfen, oder? Ich weiß es nicht. Ich spiele nur nicht mit denen. Ich finde sie nur OP. Ach komm. Hinter mir, oder was? Ich sehe hier keine Piloten, ich sehe gar nichts. What the fuck? Verliere ich das Internet? Ja, er springt halt einfach mal nicht auf ihn drauf, okay. Rausgestiegen. Ja, ficken. Achtung,
Landzeiten ist in 2 Minuten einsatzbereit. Die Odyssee hat eben ein Triebwerk verloren. Ziel ist da nicht mehr zu bergen. Weiß Westworld. Die Miliz hat noch immer eine stabile Verbindung zur CPU der Odyssee. Sie laden also immer noch kritische Daten runter. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Unterbrechen Sie die Verbindung, Blisk. Sie haben freie Hand. Elektrische Spannungsstrom. Die Ersatzteile sind online. Warte auf Ihr Signal. Wir nehmen den Piloten auseinander. Sie machen das gut, Pilot. Bald haben wir das ganze Gebiet abgeriegelt. Naja, ich weiß, ich bin ein bisschen still, aber Concentration Modus, ich könnte jetzt mal. Aha. Alter, die waren einfach überall. Überall waren Titans und what the fuck auch immer. Mission gescheitert. Nicht wie weg hier. Alle Mann zu den Bergungsschiffen. Nicht deren Ernst. Vice Admiral Graves, laut unserer Scans könnte McAllen mit geheimen Daten entkommen sein. McAllen hat die Pläne für Sie, Mister. Spätestens jetzt vertraut ich Ihnen. Und wenn Sie dem Drehbuch folgen, müssen Sie als nächstes nach Angel City. Ach komm, ich hätte gern mal eine Runde wenigstens gewonnen. Was sucht er dort? Nicht was, sondern wen. Das meine ich, Level 90 davor allen anderen, die mehr Level haben als ich. What the fuck? Evakuierung wird eingeleitet. Der da ist sowieso scheiße, der ist. Fuck. Wie kann ein Mensch nur so schlecht sein? Naja. Okay, der Schuss war ja episch. Aber volle Kanne gegen die Wand. Oder eher gesagt gegen den Boden. Aber volle Kanne. Ja gut. Kann man nichts ändern. Wie immer. Deswegen sage ich jetzt mal, das war's für Titanfall. Fürs erste erstmal, ja. Ne, noch weniger Präzision brauche ich dann doch nicht. Nee. Achtung, Piloten! Hier spricht Vice Admiral Graves. Wir sehen uns dann mal beim nächsten Mal wieder.